Hallo und herzlich willkommen zu Fokus, dem Weinstraßenmagazin. Mein Name ist Jan Lemberger und ich darf Sie auch diese Woche wieder willkommen heißen. Für unser erstes Thema begeben wir uns nach Edenkoben. Die Firma ACC Beku hat am 8. Februar diesen Jahres gebrannt. Wir haben uns auf den Weg gemacht und sind den Ursachen auf den Grund gegangen. Ja, wir stehen hier in Edenkoben gerade und zwar im Industriegebiet in den Seewiesen. Hier hat es heute Morgen gebrannt bei der Firma ACC Beku. Wir gucken mal, ob wir jetzt noch ein paar Aufnahmen hier bekommen. Die Feuerwehr ist vor Ort, die BASF Betriebsfeuerwehr hat hier geholfen. Und soweit wir informiert sind, sind hier ungefähr 5 Millionen Euro Schaden entstanden. Frau Kunz, hallo. Hallo. Also das muss ja ein Schreck in der Morgenstunde gewesen sein. Ja, in der Tat. Ja, ja. Frau Kunz ist die Betreiberin dieser Anlage. Was ist denn da passiert, Frau Kunz? Heute Morgen um 5 Uhr hat die Frühschicht begonnen mit 7 Mitarbeitern in der Produktion. 2 Mitarbeiter haben unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen ihre Tätigkeit aufgenommen. Unsere Haupttätigkeit ist es, Flüssigkeiten zusammenzubringen, also miteinander zu vermischen. Mhm. Und bei der Zugabe von einer Flüssigkeit in den Ansatzbehälter hat es wohl eine Verpuffung gegeben. Also das sind Lacke und Farben? Oder nein, sowas? Nein, wir arbeiten mit Lösemitteln. Ach, mit Lösemitteln. Lösemitteln können Sie sich vorstellen, Aceton kennt man als Dame, als Nagellackentfernungsmittel. Ja, ja. Methyletylketon wird auch gerne als Nagellackentfernungsmittel genommen. Ja. Derartige Stoffe sind das. Ah, okay. Oder die Verdünner für Farben und Lacke, das sind die Stoffe, die wir hauptsächlich im Einsatz haben. Wie gesagt, es kam zu einer Verpuffung. Mhm. Eine Verpuffung ist technisch betrachtet die kleinste Stufe einer Explosion. Ah. Aber es hat sich halt rasend schnell ausgebreitet und glücklicherweise die Mitarbeiter haben, genauso wie die Devise lautet und wie wir geschult haben, zuerst sich selbst in Sicherheit gebracht. Ja. Ja. Das heißt, glücklicherweise alle 7 Mitarbeiter unversehrt konnten hier rauskommen. Ja. Ja, und dann hat der Brand halt um sich gegriffen. Es hat gebrannt. Jetzt ist glücklicherweise der Brand gelöscht. Es gibt wohl noch 1-2 Brandnester, die man unter Beobachtung hat. Aber ansonsten ist das soweit abgeschlossen. Das ist ja ein Riesenschaden wahrscheinlich, der da entstanden ist. Was schätzen Sie denn so ganz? Wir können es nicht schätzen. Ich kann Ihnen nur sagen, weil die Größenordnung auch schon kursiert, 5 Millionen. Oh, 5 Millionen Euro waren die Gestehungskosten der Gebäude. Mhm. Dazu muss man sagen, ironischerweise, der erste Teil der Firma, den hatten wir hier 2008 errichtet. Und den zweiten Teil, der ist gerade im Dezember fertig geworden. Wir waren bis gestern dabei, den zweiten Teil in Betrieb zu nehmen. Ah, das ist jetzt natürlich sehr schlecht. Ne? Weil Betrieb aufnehmen ist ja jetzt gar nicht möglich wahrscheinlich. Nein, wir haben aber auch da wieder ein Stück weit Glück im Unglück. Wir haben noch einen kleineren Standort in Hasloch, da wo wir ursprünglich herkamen. Der glücklicherweise über die gleichen Genehmigungen und alles verfügt, aber natürlich wesentlich kleiner ist als hier die Möglichkeiten. Aber um den Geschäftsbetrieb einfach am Laufen zu halten, arbeiten schon alle 35 Mitarbeiter im Hintergrund mit Hochdruck daran, dass uns das gelingt. Ja. Und müssen Sie jetzt irgendwie was verlagern dann wieder nach Hasloch? Oder? Wir werden zunächst einmal die Produktion dort aufnehmen und einfach schauen, dass wir möglichst viel unserer Versprechungen unserer Kunden gegenüber nachkommen können, in der Form, dass wir so schnell wie möglich dort die Produktion aufnehmen und anfangen zu produzieren. Ja. Und darf ich fragen, wer Ihre Kunden sind zum Beispiel? Wir haben Geheimhaltungsvereinbarungen unterschrieben, deswegen kann ich Ihnen das leider nicht sagen, aber es sind namhafte Konzerne der Farben- und Lackindustrie, der Chemieindustrie generell. Vielen Dank, Frau Kunz, und toi, toi, toi für die Zukunft. Kommen Sie in einem Jahr wieder, dann wollen wir Richtfest feiern. Gut, in Ordnung, wir kommen. Dankeschön. Ja, hallo, Herr Götz, Elke Bechtel vom Offenen Kanal. Hallo, ich wollte gerade ein paar Infos. Was können Sie uns denn sagen? Wie ist denn abgelaufen? Wir sind 5.55 Uhr alarmiert worden über die integrierte Leitstelle Südpfalz. Die ersten Kräfte waren etwa 6 Uhr hier. Wir hatten einen Brand vorgefunden. Die Halle war also relativ schnell im Vollbrand gestanden. Wir hatten die Information, dass alle 7 Mitarbeiter unverletzt das Gebäude verlassen konnten und haben uns dann auf die Brandbekämpfung konzentriert, insbesondere auch auf den Schutz des Gefahrstofflagers, was hier im Gebäudekomplex integriert ist. Und Sie hatten ordentlich Hilfe, habe ich gehört im Radio heute Morgen von der BASF. Die Feuerwehr war auch da. Wir hatten auch Kollegen der BASF da, der BASF Feuerwehr, die uns beraten haben,
zu Themen des Umweltschutzes ebenfalls Experten, die für Boden und Wasser auch entsprechende Auskünfte erteilen konnten. Das hat uns sehr geholfen. Ja. Ja. Und wie viele Leute waren denn jetzt ungefähr im Einsatz? Insgesamt waren es etwa 170 Einsatzkräfte, Feuerwehr, Sanitätsbereitschaft, Orgleiter, also DRK, ja, und Mitarbeiter aus den Verwaltungen, aber auch die SGD Süd, die hier vertreten war, weil es einfach ein entsprechender Betrieb ist. Ja, und es ist jetzt noch Brandherde, wären jetzt noch, es ist noch nicht alles gelöscht, habe ich jetzt gehört? Doch, mittlerweile ist alles abgelöscht. Mhm. Wir haben also etwa 9.15 Uhr schon den Brand unter Kontrolle melden können und etwa 10 Uhr auch Feuer aus. Wir haben natürlich auch die Kräfte noch hier behalten, damit es keine Rückzündungen geben kann, haben das Gebäude entsprechend kontrolliert und können sagen, ja, es geht keine Gefahr mehr von dem Objekt aus. Ah, prima. Gut, vielen Dank, Herr Götz, ja, und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Wir werfen einen Blick in die Politik. Am 17. Januar gab die Landrätin der südlichen Weinstraße, Theresia Riedmeier, ihren Rücktritt bekannt. Wir hatten die Chance, ihr ein paar Fragen zu stellen, und ihre Antworten sehen Sie jetzt. Erstmal danke, dass Sie die Zeit gefunden haben heute für das kleine Interview. Dann komme ich direkt zu meiner ersten Frage. Also es ist jetzt schon über eine Woche vergangen, seitdem Sie Ihren Abschied praktisch erklärt haben. Wie kommen Sie mit der Situation klar? Bereuen Sie irgendwas oder wie empfinden Sie die jetzige Lage? Also ich bereue es natürlich nicht, weil ich mir gut überlegt habe, was ich mache, und auch weil ich mir überlegt habe, in welchen Worten, mit welchen Erklärungen, die auch zutreffend sind natürlich, ich diese Entscheidung der Öffentlichkeit und der Bürgerschaft gegenüber vertreten kann. Und es war ein richtig harter Tag letzten Dienstag, weil es war mir wichtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses zuerst zu informieren, die politischen Kräfte auch zuerst zu informieren, bevor ich dann an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und da musste ein genauer Plan und eine genaue Staffel vorbereitet sein. Dann ist es natürlich auch so, dass viele Gefühle einen überschütten, klar, wenn man vor mehreren hundert Mitarbeitern steht und erklären muss, dass man nach 20 Jahren dann eben doch überraschend auch für viele das Amt aufgeben möchte. Also es war ein emotionales Auf und Ab an diesem Dienstag, aber ich muss auch sagen, ich bin ganz zufrieden jetzt auch, wie die Resonanz gewesen ist. Ich habe viele freundliche Briefe bekommen, viele Mails, werde oft angesprochen. Das ist sehr beruhigend auch, dass die Menschen es verstehen, was ich vorhabe, und ich denke, es wird jetzt noch auch eine, das deutet sich schon an, es wird noch eine harte Zeit werden, weil viele Menschen denken, ah, jetzt ist sie nicht mehr lange da und kurz vorher möchte ich gerne noch mein Anliegen mit ihr besprechen und dann auch erwarten, dass sie es für mich erledigt. Also da kommen jetzt viele Anfragen und ich werde sehen, dass ich damit auch gut umgehen kann. Also nochmal eine stressige Zeit. Klar. Dann Sie haben es gerade schon erwähnt, das ist alles ziemlich plötzlich gekommen. Können Sie gerade vielleicht noch mal erklären, warum Sie sich jetzt entschieden haben, zurückzutreten? Ja, ich hatte vor etwas mehr als 10 Jahren einen Schlaganfall. Ich bin, damals war ich Anfang 50, ich bin da gut durchgekommen, wenn man weiß, was ein Schlaganfall für Menschen bedeuten kann. Ich bin sehr dankbar darüber, dass ich über die ganze Zeit leistungsfähig und ohne irgendwelche Schädigungen aus diesem Ereignis hervorgegangen bin. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass mir kann nichts passieren. Ich habe allerdings im letzten halben Jahr durchaus wahrnehmen müssen, dass es Vorboten gibt, das kenne ich. Mhm. Und das weiß man auch, wenn man sich mit dieser Erkrankung befasst, dass es Vorboten gibt für Schlaganfall, und ich habe solche Warnungen wieder wahrgenommen. Das wollte ich auch eine ganze Zeit lang nicht zur Kenntnis nehmen, weil man gerne dazu neigt zu sagen, ah, ist nicht so schlimm, jetzt stell dich nicht so an und das ist, was weiß ich, wird schon wieder vorbeigehen, ja.
Aber ich habe dann zwischen Weihnachten und Neujahr in der ruhigen Zeit mich selber auch diesen Fragen gestellt und mich damit auseinandergesetzt und bin zu dem Schluss gekommen, ich muss mir das genau anschauen und ich muss daraus Konsequenzen ziehen, weil ich nicht möchte, dass dieses Amt Schlagerfall von irgendwie übernommen werden muss oder dass eine Vakanz entsteht, sondern ich möchte gerne die Dinge, die ich angefangen habe, zu Ende bringen und eben auch geordnet übergeben. Trotzdem, generell Gesundheit geht vor. Das muss man einfach sagen. Also auch wenn das natürlich mit der Amtsübergabe da ist, sind wir trotzdem froh, dass ihr ein bisschen auf sich aufpassen einfach. Dann, Sie sind jetzt schon knapp 20 Jahre, glaube ich, in der Politik. Was war denn ein besonders denkwürdiger Moment für Sie, mal wieder ein bisschen positiver zu werden? Also ich bin schon länger als 20 Jahre in der Politik, nämlich eigentlich schon mehr als 30 Jahre. Okay. Ich bin mit Anfang 30 Frauenbeauftragte der Stadt Karlsruhe geworden. Das war eine der ersten Stellen, die ich in diesem Bereich hatte, Verwaltung und Politik. Und das war zum Beispiel eine wunderbare Arbeit. Ich war schon immer Frauenpolitikerin oder zu der Zeit ganz besonders natürlich und hatte viele Möglichkeiten, dieses Amt zu gestalten in einer großen Stadt, die ich sehr gerne mochte und die ich sehr gerne mag. Und ich bin auch in ganz Baden-Württemberg unterwegs gewesen damals, weil zu der Zeit viele Städte und Gemeinden sich überlegt haben, auch Frauenbeauftragte zu wählen. Ich bin dann danach 2 Jahre in Bonn und in Berlin gewesen. Berlin zu der Zeit des Mauerfalls und es war eine hochspannende Situation. Ich war damals Senatsreferentin in der Landesvertretung von Berlin in Bonn beim Bund. Auch das war sehr spannend und habe also wirklich historische Momente erlebt, als in Berlin zum Beispiel der Mauerfall war und als man dann damals im Senat auch vorbereitet hat, wie fügt sich jetzt Berlin wieder zueinander, die Straßenverbindungen, die Wasser- und Abwasserleitungen, die ganze Infrastruktur, das war unglaublich spannend, natürlich aber auch politisch, dass die Menschen einfach ein Freiheitsgefühl leben konnten. Danach wurde ich Abgeordnete im Landtag von Rheinland-Pfalz 1991. Das war der Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz, das werden Sie jetzt alle gar nicht wissen, weil Sie zu der Zeit noch nicht geboren gewesen sind. Aber das war natürlich auch eine schöne Befriedigung, jetzt als Sozialdemokratin dann im Landtag arbeiten zu können. Dann kam 1997 der überraschende Unfalltod meines Vorgängers, Herr Landrat Weber. Und ich bin dann von meiner Partei gebeten worden, für die SPD hier an der Südlichen Weinstraße zur Landrätin zu kandidieren. Die Wahl war an meinem Geburtstag. Und ich habe bei einer großen Anzahl von Wahlberechtigten mit einem Vorsprung von, ich glaube, 600 Stimmen gewonnen. Und das war natürlich ein absolutes Glücksgefühl. Das war gar nicht vorgesehen in meiner Lebensplanung. Ich habe nicht gedacht, dass ich das erreichen kann, aber ich habe damit auch, das kann ich wirklich sagen, ich habe damit meinen Traumberuf gefunden und den 20 Jahre lang jetzt ausüben können. Also ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ja, absolut. Ich habe auch gelesen, dass Sie nicht immer Richtung Politik gegangen sind. Sie hatten, glaube ich, eine Ausbildung gemacht zur Bankkauffrau, wenn ich das richtig weiß. Wann haben Sie sich dann entschlossen oder gab es einen bestimmten Grund, sich wieder Richtung Politik zu wenden? Ja, das hat eigentlich in sehr jungen Jahren angefangen. Ich komme aus einem Elternhaus, das also nicht irgendwie dem Bildungsbürgertum angehört, sondern es war für meine Eltern klar, das Mädchen soll mittlere Reife machen und das ist dann auch schon ziemlich viel. Meine Brüder sind damals auch schon aufs Gymnasium geschickt worden, aber das ist einfach so gewesen in diesem bayerischen Voralpenland. Und ich habe das Glück gehabt, in der Schule eine Lehrerin zu haben, die uns angehalten hat, Zeitung zu lesen. Und ich habe 1968 die Schule verlassen mit mittlerer Reife. Und das war die Zeit der Studentenbewegung und das war die Zeit der außerparlamentarischen Opposition. Und mich hat das alles sehr interessiert, auch weil ich das, wie gesagt, dieser Lehrerin zu danken habe, dass sie uns angehalten hat, zu schauen, was passiert in der Welt und in der unmittelbaren Umgebung. Ich habe mich dann damals für Zeitung lesen, für Politik interessiert und habe mich dann den Jungsozialisten damals angeschlossen in der Kreisstadt und bin darüber dann eben auch so ehrenamtlich in die Politik gekommen. Ja. Ich bin in Freising in den Stadtrat gewählt worden. Ich glaube damals als eine der jüngsten Stadträtinnen in Bayern mit Anfang 20
und habe immer gerne Kommunalpolitik gemacht. Ich habe dann später, wie gesagt, beruflich gearbeitet in einem Verlag, in der Bank, wie Sie genau. auch schon gesagt haben. Und bin dann mit Anfang 30 sozusagen in die Politik, in die Frauenpolitik gegangen. Ja, das ist ein interessanter Lebenslauf auf jeden Fall. Ja, es ist ein bisschen Zickzack, das stimmt schon. Aber ich wollte immer mitreden, ich wollte immer mitentscheiden. Ich wollte nie, dass andere über mich entscheiden. Und letztendlich war auch eine Führungsposition in der Politik anzustreben, auch dadurch begründet, dass ich Entscheidungen treffen wollte und nicht immer nur beraten und nachdenken. Ja, Sie haben ja schon gesagt, Traumberuf auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich gerne zur bürgerlichen Seite kommen. Das heißt, nachdem Sie jetzt Ihr Amt niedergelegt haben, welche Person sind Sie außerhalb von Ihrem Amt und was nehmen Sie von Ihrem Amt mit ins Privatleben? Also ich werde immer politisch interessiert sein, das ist ganz klar. Ich bin auch noch bis zum Herbst im Amt, um einige Dinge noch richtig gut auf die Schiene zu setzen. Das ist mein Anspruch. Wenn ich dann mehr frei habe, dann werde ich mich wirklich darauf freuen, ohne Terminkalender leben zu können. Mein Tag ist so durchgetaktet, im Stunden- oder Halbstundentakt, von morgens bis abends, oft bis länger abends. Und ich bin einfach froh, wenn ich keinen Terminkalender mehr führen muss. Ich werde dann ganz viel lesen. Ich bin leidenschaftliche Zeitungsleserin, aber ich lese auch gerne Bücher. Und ich werde dann mehr Sport machen, was ich auch gern mache, also wandern und Fahrrad fahren. Und dann, was ich mir ganz wichtig ist, ich werde mehr Zeit haben für meinen Lebensgefährten, für unsere Gemeinsamkeit und für meine Freundinnen und Freunde. Das konnte ich mir erhalten über die lange Zeit auch, dass ich nicht einsam geworden bin in der Politik, sondern einen großen Bekanntenkreis habe und einen guten, engen Freundeskreis. Und da werde ich ganz viele erfüllte Tage haben können mit denen zusammen, bin ich ganz sicher. Die füllen dann ein bisschen das Loch, was das hinterlässt. Ja, ich glaube schon. Und außerdem die Pfalz und die südliche Weinstraße, das ist so schön hier. Und man kann so viel machen. Mir fällt jeden Tag was Neues ein, bin ich sicher. Und wenn man etwas wiederholt, mal die gleiche Wanderung macht oder so, macht das gar nichts, weil es ist einfach so wunderbar und so erfüllend hier zu leben. Was wäre das Erste, was Sie tun, wenn Sie zurückgetreten sind praktisch? Sie haben jetzt jede Menge genannt. Wenn Sie jetzt spontan sagen müssten, okay, das werde ich machen, warum würden Sie das machen? Ich glaube, erstmal fahre ich weg. Mhm. Ja? Urlaub? Ich glaube, dass ich im Herbst dann mal 14 Tage Urlaub mache und nicht drüber nachdenke, welche Mails laufen zu Hause auf. Das kann ich natürlich verstehen, okay. Dann danke für das Interview. Schön, dass Sie sich, das habe ich ja schon gesagt, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann verabschiede ich mich. Dankeschön, Sie waren gut vorbereitet. Ich bin sehr beeindruckt von diesem großen Equipment und ich bin eine Seherin vom offenen Kanal. Als Letztes sehen Sie einen Beitrag von unserem Praktikanten Sascha. Er hat seinen Aufenthalt hier dokumentiert und das Ergebnis sehen Sie jetzt. Mein Praktikum beim offenen Kanal. Jan Lemberger. Ja, mein Name ist Stefan. Mein Name ist Stefan Glöckler. Ich arbeite für die Landeszentrale für Medien und Kommunikation LMK und bin der zuständige Regionalbeauftragte für den OK Weinstraße. Ich mache gerade mein FSJ im offenen Kanal. Ich assistiere bei Schnittprojekten, ich helfe im Studiodienst, das heißt bei den Ausleihen, probiere den Leuten zu erklären, technisch, was ich weiß. Und bin eigentlich Mädchen für alles. Also ich heiße Elke Bechtold und bin hier im OK für die Bürotätigkeiten zuständig, stehe aber manchmal auch hinter der Kamera, macht sehr viel Spaß, sind sehr nette Leute hier. Beschreiben Sie Ihre Erfahrungen im OK
mit einem Wort. Ja, wie eben gesagt, spannend. Sehr gut. Ganz okay. Und jetzt einfach mal abschalten. Vielen Dank, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Falls Sie Kritik, Anregungen oder Fragen haben, können Sie uns unter der hier eingeblendeten E-Mail-Adresse erreichen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.